den Genien, die bei Mercedes-Benz den T-Modell von der C-Klasse an der Klasse zinnormal rüber könnt und sich dann noch zu einem coupéförmigen kompakten Break hicke zu füllen, für die kann heute den CLR Shooting Break angeboten gehen. So coupéförmig gestylte Kombien gehen auch gern als Shooting Break von den Autosmarken bezeichnet. Wie heute an unserem Automotorshow-Test der Mercedes-Benz CLR Shooting Break. Lodier will sich nicht vom Buchstab C täuschen lassen. Den CLR von Mercedes-Benz basiert auf der R-Klasse und nicht auf der mit großer C-Klasse, obwohl sie alle zwei 4,60 Meter lang sind. Den CLR Shooting Break geht an seiner neuen Edition auch mehr deutlich, mehr elegant gezeichnet. Auf Heldorf von Hanne geguckt mit Bredas. Auf U4 geguckt ist sein Designschnitt identisch mit dem vom vierjährigen Coupé. Sein hinnischen Teil, der noch mit Bred geschnitten geht, und zum Mals mit den flotten LED-hinnischen Luchten zu gefallen wies. Abfallen die neu die zwei Fake-Blenden. Den Auspuffrohr geht schon an der Mitte vom Boden vom Auto aufgeschnitten und darum für Platz für die Hochvoltbatterien zu machen. Am Interieur weist ein CLR Shooting Brake, das modern, das cool und ein hochwertiges Ambiente vom Coupé. Ein flotter Look am Carbon zieht sich über den Tableau de Bord weg. Die rundturbinenartige Lüftungsdüsen sehen schnittig aus und dürfen noch einen nicht fehlen. Um Tableau de Bord spannt Kunstleder mit präzise gesetzter Note alle Knäppchen und Schalter. Der technisch wie optisch Meisterstück als sein verbesserten Infotainment aus der jüngsten MBUX-Serie Mercedes-Benz User Experience. Am kompletten Ausbau spannt das System mit dem rund 10 Zoll großen Kombi-Instrument und mit dem genauso großen 10 Zoll Media-Display zu einem großen Ekran ein Widescreen. Eure guten und neuen Eindruck haben allerdings den MBUX-System und das modern, sehr und hoch ablesen. Kommunikativ und voll vernetzt und am Plus sein Hey Mercedes, wo steht auch viel Spruchbefehle. Und die ganze Feierung durch das Menü kann in sich schon gewinnen, wenn ihr verschiedene komplexe Funktionen verstanden hört und am Plus auch das System verstanden hört. Eine angebaute Kamera erkennt Bewegung von den Händen an Arm, vom Chauffeur und Beifahrer und das alles am Umfeld vom Touchscreen oder vom Touchpad. Er passt Vorstellung am Media-Display entsprechend der Konfiguration an. Und dazu können eine persönliche Funktion, die mittels als nähgemerkten Zeichen am Mittelfanger in Form von einem V ausgewählt gehen. Eigentlich bereicht ihn dann die Antenne nicht mehr vom Volumen zu holen. Mercedes-Benz ist auch eine Marke, die das größte Sortiment von den Assistance-Systemen-Packagen anzubieten hat. Denn CLR kann bald alles merken, was heute das machbar ist. Ein Teil automatisiert fuhren ging das Supplement von 1800 Euro sorgt dafür, dass ein CLR an manchen Situationen schon bald lang fährt. Und nach mehr Komfort geht es auch als Option. Den CLR Shooting Brake bietet auch am Interieur der Passagier viel Platz und dann am Schüler und am Kappbereich, wobei die Sitzflächen gerne etwas mehr hoch könnte sein. Grundfläche von der Mall mit Maximum 1310 Liter Ladevolumen am CLR fällt groß aus, wobei nach immer um die 505 Liter 100er Rickbank verstaut können gehen. Als Testauto stand uns der Mercedes-Benz CLR E-Shooting Brake zur Verfügung. Ab Punkt der Antriebskraft, in Kombination als Elektromotor mit der Leistung von 270 kW 102 PS, an einem 1,3 Liter 4-Zylinder Verbrennungsmotor von 118 kW 160 PS. Und zusammen schwert sie ein von einem Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 160 kW 218 PS. Rund 450 Nm Drehmoment stehen ein paar Bayer von den Daten, sowie den Tempo von 0 auf 100 km bei 6,9 Sekunden lädt und maximal Vitesse bei 235 km an der Stunde Schluss aus. Also genug Kraft der Leistung, die einem nicht so gern ausnutzt. Diesen CLR hat auch vom ersten Kilometer an bei einem effizienten Vorweis einen agreablen Eindruck los. Kleinigkeiten wie den Übergang zwischen Benziner und Elektromotor kommen nicht immer so proper rüber. Am Ganzen wirkt der Antriebsstrang am Stadtverkehr nicht harmonisch,
sowie für mich auch das Zusammenspiel, die Erdgang Double Kupplungsport, Verbrenner und Elektromotor, nach einem kleinen Feintuning Mist kriegen. Für allem, der drängt elektrisch vor nicht Spaß gemacht und wird an sich auch groß Spurpotenzial geboten. Dafür sticht den Akku mit 15,6 kWh Kapazität innert in den hinnigsten Sitzen. Zwischen 65 und 75 km Autonomie geht Mercedes auch hier un. Am Test zu mir das nicht fertig bräuchte, aber wäre froh, wenn wir zwischen 55 und 60 km am Elektromodus konnte fahren. Wie bei all Plug-in-Hybrid hängt der Verbrauch auch stark vom Verhalten beim Löden ab vom Stil vom Fahren auf. An einem gemischten Test kommen wir aus 7 Liter auf 100 km rund. An einem Startverkehr ohne elektrische Luft, da kann werden idle schon um die 9 Liter rund. Aber wenn wir nur vom Ablöden schwätzen, mit bis zu 7,4 kWh wird unser CLR-Shooting-Break und Wechselstrom RC ein gute 50 Minuten gehangen. Und sogar noch besser, den CLR-250e lädt mit bis zu 24 kW und Gleichstrom. Für ein Plug-in-Hybrid ein kleines Kato. Auffallend ist den CLR mit seiner equilibrierten Vorwegsaufstimmung seiner Suspension. Nicht so straff und noch nicht so müll, fährt der Stuttgarter über den Straßen oder so wie in der von Mercedes gewinnt das. Allein so sogar durch seine Direktsteuerung auch nach sportlich fahren zu. Über dem Fahren konnte ich auch feststellen, dass diesen Shooting Break auch nächste so sehr als der Spur bricht wird. Den CLR-Shooting von Mercedes-Benz bietet sich als eine gute Alternative zur Mittelklasse an. Er bietet eine gute Leistung durch seine Systemautorisierung, Benzin und Elektromotor zusammen. Auch bei den praktischen Qualitäten sowie bei Eleganz und beim Komfort weist sich die coupé-förmige Lifestyle-Kombi von der positiven Seite.